Oh, da waren wieder geile Weiber, Lucky. Das gibt's ja gar nicht. Oh, Lucky, den Film können wir auch uns angucken hier. Reise. Was ist das? Eine Reise? Gibt's da eine Reise zu gewinnen? Warte mal, gucken wir mal. Habe ich jetzt nicht sehen können, Lucky. Das tut mir leid. Gucken wir mal. Reise zum ungewöhnlichen sonst was. Ja, ich denke mal zum ungewöhnlichen Haus. Also das Haus soll ein bisschen ungewöhnlich sein, hat der Makler gesagt. Aber wir gehen uns das mal angucken und vielleicht ist es ja was für uns. So, also. So, Lucky. Warte. Wir gehen jetzt zu unserem Haus. Ja, ich weiß, du willst raus. Du willst das Haus sehen, ne? Ich habe es auch noch gar nicht gesehen. Wir gehen jetzt dahin. Komm mit. Ja, komm, wir wollen jetzt unser Haus angucken. Komm mit. Gut. So, was ist das denn? Das ist das, ja, hier ist Wassergraben. Das geht aber nicht. Also, ich habe doch dem Makler gesagt, ich will nichts mit Wasser. Komm, wir wollen da jetzt rein. Du kannst später naschen. Was ist keine Pforte? Abgebrochene Stadt. Komm, nee, wir wollen hier rein jetzt. Brauchst keine Angst haben, Lucky. Was ist alles hier für ein Mist? Habe ich doch gar nicht bestellt. Eine Dornhecke, nee, das geht nicht. Das ist, hier kommt man ja gar nicht durch, hier sind ja Dorn. Was ist das denn? Das ist das Haus? Was ist denn das? Naja, gut, vom Anblick, vom Äußeren, das ist natürlich, mag natürlich das Altertümliche. Lucky, da kommen wir nicht weiter. Hier sind überall Dorn und alle, da gehen wir nicht weiter. Das ist viel zu gefährlich und was soll dieser Absperrzaun? Ich wollte jetzt mal rein. Also mein Gott, ist das übel. Ja gut, so übel ist es jetzt nicht, aber... Nee, bleib lieber da, Lucky. Das Haus ist wirklich... Ja gut, da könnte man noch eine Satellitenschüssel anbringen und da oben hätte man ein Schlafzimmer, aber das Fenster ist auch raus, also das da und die Wand bröckelt ab, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das noch, die Gardinen hängen noch, ein altes Sofa ist noch da, das könnte man noch ein bisschen auskloppen. Ich glaube, da wohnt noch jemand. Hallo? Hallo? Das ist mein Haus hier, ich bin der Pop-Titan, ich habe das Haus gekauft. Nur mal ganz zack raus da. Sonst komme ich mit dem Makler und der Polizei wieder. Ja, haben wir uns verstanden. Also das müssen wir mit dem Makler nochmal besprechen. Lucky, bleib mal hier, du brauchst keine Angst haben. Das müssen wir nochmal besprechen. Allein das mit Wasser geht hier nicht und das ganze Haus, wenn ich da mit meiner Bachelorette reinziehen will. Ich meine, ich habe 50.000 dafür bezahlt, das geht so nicht. Das ist nur noch eine lächerliche Bruchbude, ist das. Das muss man abreißen und dann hauen wir uns da ein Zelt oder irgendwas anderes Hübsches drauf, so ein Iglo oder irgendwas. Schade, dass ihr keine Piste habt, weil ich... Okay, also guck mal rein, ich stehe da drin, dann kannst du das noch überlegen. Ne? Ciao, tschüssi. Ja, was Frauen wirklich wollen, das ist... noch nie waren die Ansprüche an den Traummann so hoch. Also da müsste stehen jetzt, noch nie waren die Ansprüche vom Pop-Titan Sören Schnabel an die Traumfrau so hoch. Erstmal, also beide mit Sonnenbrille geht gar nicht, also das ist irgendwie, das ist uncool. Dann beide mit dem Schal, das ist auch uncool, da sieht man ja gar nichts vom Ausschnitt, ne? Das T-Shirt finde ich ganz nett, aber da könnte auch ein starker Arnold Schwarzenegger drauf sein. Und irgendwie, das ist doch nichts, also das ist gegrinselt, das ist völlig künstlich.
die große Single-Umfrage in Hamburg. Ja, was wird denn da gefragt eigentlich? Was die Frauen wirklich wollen? Was sie wirklich wollen? Was ich wirklich will? Was ich will, das fragt nie jemand. Da fragt keiner nach. Das interessiert gar keinen. Was soll denn das? Ich will ja erstmal, ja? Also erstmal komme ich und dann kommt die Frau. So, dann kommt die Frau und dann, ich meine, ich entscheide ja auch, welche Traumfrau da mitmacht. So, ne? Und deswegen werde ich gleich mal die Dana Schweiger fragen, ob sie als Bachelorette mitmacht, weil anders geht's ja nicht. Wir müssen da ja jetzt mal ein bisschen mal die Werbetrommel rühren, ne, damit ich meine Traumfrau finde. Ne, und die kann auch meinetwegen 40 sein, Hauptsache sie ist sexy. Man sieht ja hier, ne, die beiden, die ja, Vertriebsassistentin und Angestellte. Huch, da geht ja wirklich die Post los. Ja, hallo, ist dort Dana Schweiger? Ach so, okay, nee, ich wollte Sie fragen, ob Dana Schweiger als Bachelorette mitmacht für eine TV-Produktion. Ja, hallo, Dana? Ja, ich bin's, der Sören. Ich wollte dich fragen, ob du bei mir als Bachelorette mitmachst. Bist du Dana jetzt gerade? Ja, aber das ist so wie der Bachelor im Fernsehen. Das ist so eine TV-Produktion. Hast du keine Lust? Ja, weil du bist ja jetzt ihr seid ja leider getrennt von Till und deswegen dachte ich jetzt, okay, du bist Single und man kann ja mal fragen. Alles klar. Bist du denn wirklich jetzt Dana oder weil deine Stimme, dein Dialekt klingt so ein bisschen anders? Nein, das ist wirklich nicht. Du hast so einen Dialekt, das finde ich sehr interessant. Gut, ja, dann schade, aber wenigstens habe ich dich gefragt. Ja, kein Problem. Was machen wir? Sie können hier Visitenkarte dann in meinen Postfach. Ich habe leider nichts, aber ich gebe dir mal meine Telefonnummer, okay? Ja, ich gebe dir einfach mal. Hast du was zum Schreiben? Nein, es wäre am liebsten, wenn du, weil ich bin wirklich im Stress jetzt im Moment. Ja. Wenn du dann das beim Frank abgehst, der Frank kann mich. Und dann bringe ich mein Management in Kontakt mit dir. Oh, das finde ich nett. Das meine Celebrity, ich habe so eine Celebrity Product Placement Firma, wir haben dann 140 Celebrities dabei. Okay, das finde ich sehr interessant. Du bist eine nette Frau. Dankeschön. Bitte schön. Ciao, Dana. Ciao.